Fedora ist die Community-Edition, hinter der das Linux-Urgestein Red Hat steht. Ob diese traditionelle GNOME-Distribution 2020 überzeugen kann, werden wir in diesem Video uns einmal anschauen. Viel Spaß! Wie zum Beiß auch OpenSUSE ist Fedora eine auf das RPM-Paketformat basierende Linux-Distribution. Jede Fedora-Version wird 13 Monate lang unterstützt, bevor man auf den Nachfolger wechseln muss, wenn man nicht auf Aktualisierungen verzichten möchte. Alle 6 Monate kommt eine neue Version von Fedora heraus. Aktuell liegt Fedora in Version 31 vor und kann von der Fedora-Projekt-Webseite heruntergeladen werden. Diese erreicht ihr unter zum Beispiel getfedora.org. Fedora 31 wurde im Oktober 2019 veröffentlicht und im April 2020 dürfte dann Fedora 32 planmäßig erscheinen. Mit Fedora 31 wird GNOME in der Version 3.34.4 ausgeliefert. Das können wir uns anschauen in den Einstellungen unter Details, Informationen. GNOME-Version 3.34.3. Als Kernel wird 5.4.15-200 ausgeliefert. Weiter mit an Bord sind unter anderem Firefox 7202 und Thunderbird 68.4.1. Für Bürotätigkeiten oder für Büroaufgaben wird LibreOffice mitgeliefert. Und zwar liegt LibreOffice in der Version, in Version 6.3.4.2.0 vor. In meinem Ersteindruck muss ich sagen, dass der GNOME Desktop ohne Modifikationen, wie ihn zum Beispiel Canonical in Ubuntu realisiert, sehr offen, also sehr schön und auffällig modern daherkommt. Auch das Standard-Theme, was mittlerweile ausgeliefert wird, oder das GNOME Standard-Theme, was dabei ist, kommt in einem hellen und in einem dunklen Modus daher. Wer es also gerne etwas dunkler haben möchte, der kommt hier auch voll auf seine Kosten. Ich stelle jetzt mal wieder um auf die Standardvorlage. Weiter liefert Fedora meiner Meinung nach auch eine wirkliche ansehnliche Auswahl an Hintergrundbildern mit. Die sollten sich auch irgendwann mal... Jawohl! Standardmäßig wird dieses hier ausgeliefert. Ich habe das jetzt schon mal vorab geändert. Also ich finde, was hier mitgeliefert wird, dürfte für jeden zumindest mal auf den ersten Eindruck her den Geschmack treffen. Per Standard wird keine oder eigentlich so gut wie keine überflüssige Software mitgeliefert. Es ist eigentlich kein Schnickschnack drauf. Es sind anders als bei zum Beispiel Ubuntu 2004 keine Spiele vorinstalliert. Was drauf ist, ist das, was man auch benötigt im Alltag. Oder womit man zumindest sehr gut starten kann. Ich finde diese Softwareauswahl sehr gut. Ich finde es grundsätzlich besser, wenn erstmal eine Mindeststandardauswahl getroffen wird. Und wer mehr braucht, kann sich ja nachinstallieren, was benötigt wird. In dieser GNOME-Installation, in der ich jetzt keine weiteren Anwendungen gestartet habe, werden mittlerweile 1,18 GB verbraucht. Vielleicht frisst jetzt LibreOffice etwas mehr. Nein, er geht also über 1 GB. Ich hatte es vorhin schon mal ein bisschen im Auge. Da waren es so zwischen 700 und 800 MB, die GNOME da allokiert hat. Jetzt ist es schon ein bisschen mehr, also man muss mindestens mal
1 GB RAM für GNOME opfern können. GNOME ist grundsätzlich nicht die ressourcenärmste oder ein GNOME oder ein Linux-Desktop, der auch entsprechende Ressourcen braucht. GNOME sieht modern aus mittlerweile, kommt auch schön daher, aber braucht halt auch. Wer eine schwächere Maschine hat, sollte sich lieber Mate angucken oder LXDE oder andere Windows oder Window Maker oder Desktop Environments, die grundsätzlich weniger Ressourcen verbrauchen. Ich persönlich habe Fedora nie wirklich als Hauptdistribution eingesetzt. Zuletzt hatte ich aus diesem Hause Red Hat 9 einmal installiert, aber das war Anfang der 2000er und das hat auch nichts mehr mit dem heutigen Fedora gemeinsam. Fedora Core, wie es ja mal hieß, und Fedora, wie es jetzt heißt, habe ich eigentlich immer nur am Rande wahrgenommen. Das heißt, auch dieser Test heute war für mich ein Wiedereinstieg nach langer, langer Zeit und es hat einen wirklich sehr positiven Eindruck hinterlassen. Ich könnte mir auch vorstellen, Fedora irgendwann mal auf meinem privaten Rechner einzusetzen, da es einen wirklich positiven Eindruck hinterlassen hat. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bei Fragen könnt ihr diese gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch und über ein Kanalabo sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao!